In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie man mit einer Zenit 35 TAG einen Punkt exzentrisch messen kann. Nachdem Sie sich mit der Antenne verbunden haben, wechseln Sie in das Menü Vermessung und starten die GNSS-Messung. In der unteren Leiste finden Sie Tools und können die indirekt messbaren Punkte auswählen. Bei der Tiltmessung Dual Auto werden die Messungen automatisch ausgeführt. Bei der Tiltmessung Dual wird die Messung aktiv vom Benutzer ausgelöst. Halten Sie den Stab schräg und messen Sie den ersten Punkt. Dann schwenken Sie den Stab und messen den zweiten Punkt. Nachdem Sie zwei Punkte gemessen haben, können Sie die richtige Lösung auswählen. Wenn Sie den Stab etwas aufrichten, wird automatisch der richtige Punkt ausgewählt.